Einen schönen guten Morgen. Das ist der Tag des Herrn. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Halleluja. Ich habe ein gutes Thema. Was kommt auf uns zu? Ja, Herr, erbarm dich unter. Wir leben in kritischen Zeiten. Als ich das Thema festgesetzt habe, da habe ich nicht gewusst, was politisch draußen in der Welt zwischen Ukraine und Russland passiert und in der Politik insgesamt. Da habe ich gar nicht gewusst, was kommt auf uns zu. Das ist mein Thema. Heinrich Lübke hat einmal gesagt, der zweite Bundespräsident in Deutschland hier, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Und darüber will ich heute sprechen, unser Herr kommt. Was kommt auf uns zu? Also der Herr Jesus kommt, das ist mal das Sicherste, verstehst du? Auch die Katastrophen kommen, auch das Negative kommt. Aber bevor das alles kommt, werden noch Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, so wie die Bibel voraussagt und auch hier auf der Erde. Aber ich möchte dir von vornherein sagen, hab keine Angst. Gott macht seinen Kindern keine Angst. Und wir haben nicht einen Geist der Angst, der Furcht bekommen, sondern den Geist der Kraft und der Stärke, des Mutes und der Zuversicht. Bei Gott ist unser Leben in guten Händen. Bei ihm bin ich geborgen, nur in aller Liebe. Was kommt auf uns zu? Wenn ich die Politik anschaue, die Leute sind an der Demokratie enttäuscht, an den Regierungen des Volkes. Das Volk steht nicht mehr hinter der Regierung. Das haben wir bei den letzten Wahlen hier auch gesehen. Verstehst du, nur ein Fünftel wählt die Regierung, betreffende Regierung, so praktisch eine Minderheit regiert uns im gewissen Sinne. Die Massenmedien, die Leute sind auch von den Massenmedien enttäuscht. Lügenpresse war zeitlang das Schlagwort. Ja, und die verlassen sich nicht mehr auf ein Medium, irgendwie Massenmedium. Ja, die Leute werden regiert und doch werden sie nicht richtig regiert und geführt. Jeder macht das, was er will. Ich habe schon so oft auch hier in Berlin erlebt, als wir die Kirche renovierten, habe ich das Denkmal angerufen, habe die angerufen, was darf ich machen, was kann ich nicht machen. Ja, das wissen wir nicht, das müssen wir mal prüfen, wir haben keine Übersicht, verstehst du? Und dann habe ich gesagt, Leute, rutschen mir alle Puckel runter, ich mache, was ich machen will, und das war so. Und dann kommt das Denkmalamt, lade ich ein zur Besichtigung, zur Abnahme, dann sagt er, Mensch, das haben Sie prima gemacht. Die Treppe in der großen Kirche und alles miteinander. So, man muss lernen, sich selbst zu behaupten und sich selbst durchzusetzen. Die Menschen sind hilflos. Ich will nur kurz sagen, was da los ist, warum der Herr kommen muss, warum uns der liebe Heiland abholen soll und so weiter. Die Menschen sind hilflos, fühlen sich ungerecht behandelt, überall wächst ein Gefühl der Hilflosigkeit. Und bald können die Völker das Weltgeschehen nicht mehr kontrollieren. Wir sehen jetzt schon, jeder macht auch, was er will. Der Putin macht, was er will. Der Biden macht, was er will. Und dergleichen und so. Und droht einer dem anderen. Und behaupten, wollen sich behaupten, große Maxen spielen. Aber der Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Politiker können den Herausforderungen nicht mehr richtig begegnen. Ja, all dem, womit sie konfrontiert werden. Und sie kriegen diese Dinge nicht mehr in den Griff, weil das Volk macht. Das Volk geht auf die Straße, dass sogar der kanadische Präsident Gewalt anwenden muss, um die Demonstranten vor der Straße zu holen. Die Leute fühlen sich überfordert. Das ist die Situation. Wir sind in der Endzeit. Und der Endzeitmensch ist ein überforderter Mensch, der hört so viel, der sieht so viel, der erlebt so viel, der kann das alles gar nicht mehr verarbeiten. Und das ist auch die Predigt von gestern. Gesundes Seelenleben. Ja, wir müssen zur Ruhe kommen, mal abschalten und hinlegen und schlafen und Frieden haben, damit wir in Frieden wieder aufstehen und arbeiten können. Plötzlich, ja, gehen die Gerichte Gottes los, und darüber werde ich heute sprechen. Ich werde heute einen kleinen Gang durch die Offenbarung machen, die Apokalypse, dem letzten Buch der Bibel. Viele Leute verstehen das Buch nicht, aber für mich ist es so ein wichtiges Buch, das ist Happy End. Also ich werde von Kapitel 1 bis Kapitel 9 kurz nur streifen, ich kann das nicht so ausführlich behandeln, aber da lesen wir und da sehen wir, dass Gott die Gerichte schickt und dann das Happy End, die Hütte Gottes bei den Menschen, da wird kein Leid sein, kein Schmerz mehr sein, kein Trauer mehr sein, kein Tod mehr sein. Und wenn du das nicht weißt, dann weißt du gar nicht, wofür du lebst. Deshalb für uns Christen ist die Offenbarung ein sehr wichtiges Trostbuch. Die Bibel berichtet von Gerichtsengeln, sie werden losgelassen, von Reitern, die kommen werden, und zum Teil sind sie schon da. Die Menschen haben den Glauben verloren, und immer mehr verlieren die Leute den Glauben an der Kirche. Guck mal an, die ganzen Dinge, was in der katholischen Kirche passiert sind. Die Leute haben den Glauben an Gott verloren, weil so viel Ungerechtigkeit da war.
Und nicht nur an Gott, sondern auch an dem Götzen Mammon. Auch das Geld, mit dem Geld kannst du auch nicht mehr alles kaufen und machen, was du willst. Schau doch die Geschichte an. Die Politiker und die Globalisierer, die sind alle machtlos. Der Gott Mammon hat auch ausgedient. Jetzt, die wollen Geld abschaffen, Bargeld abschaffen. Und man kann nicht mehr alles machen mit Geld, nicht mehr alles kaufen. Ja, man kann keinen Frieden machen. All die internationalen Organisationen wie UNO und WTO und all die anderen haben ausgedient, die haben abgewirtschaftet, die Leute nehmen das gar nicht mehr ernst. Jeder macht, was er will. Wir haben genau die Zustände wie der Richterzeit. Sie werden nicht mehr benötigt groß, weißt du, sie bewirken auch keine große Veränderung. Sie plappern nur und verhandeln und reden außer Spesen, es war nichts gewesen. Schau diese Sicherheitskonferenz in München diese Woche, was ist da bloß rausgekommen? Da hat jeder nur sich selbst profiliert. Das Buch der Offenbarung enthält eine Beschreibung von 7 Siegeln, ja, von Prophezeiungen, die sehr erstaunlich sind und die heute mehr denn je in Erfüllung gehen. Das gab schon immer, was in der Offenbarung drin steht, das gab schon immer. Aber in dieser Intensität, in dieser Stärke hat es noch nie gegeben. Wie seit Mensch es nicht gegeben hat, so steht es immer wieder bei den Propheten ein Satz. Und das ist mehr als nur eine bildhafte Darstellung von Endzeitereignissen, wie es nie war, seitdem es Menschen gibt. Und es wird so, es kommt praktisch alles spitzt sich zu, das Gute und das Böse spitzt sich zu. Hier werden wichtige Entwicklungen und Ereignisse der Endzeit offenbart. Der Johannes auf der Insel Patmos als Gefangener, er sieht, was alles kommt und da heißt es, schreib auf. Das ist noch nicht da, schreib auf, was noch kommt. Und es wird die ganze Welt betreffen. Das Besondere an der Offenbarung ist, dass es nicht nur den Nahen Osten betrifft oder nur Italien oder nur Griechenland oder nur Ägypten oder nur Israel betrifft. Nein, es betrifft die ganze Welt. Die ganze Welt wird da in Mitleidenschaft gezogen. Und viele Leute haben die Offenbarung jahrelang nicht verstanden. Das war für sie ein Geheimnis. Und deshalb heißt es auch bei Martin Luther, die geheime Offenbarung Jesu Christi, nennen sie das, also das Buch der Offenbarung. Dort werden Bilder verkündigt, die vor unseren Augen sich in Erfüllung gehen. Die gab es schon immer in kleinem Format, aber jetzt sind es weltweit, global. Und in der Bibel heißt es, weil du bewahrtest das Wort meines Zeugnisses, will ich dich auch bewahren von der ganzen weltweiten Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Die Intensität, die Stärke, das Ausmaß ist wie immer global und weltweit. Und da sind wir mittendrin, hier in Berlin, mittendrin, da in Bergen und Museum, da ist der Satansthron, da leben wir. Und die ganze Erde wird erschüttert werden. Und von Deutschland ist schon zweimal die Welt erschüttert worden. Der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Und etwa 60 Millionen Menschen starben in dem Zweiten Weltkrieg, abgesehen von der Zivilbevölkerung. Aber an den Fronten, was da gekämpft wurde. Die Erde wird taumeln, heißt es einmal in der Bibel, und schwanken und torkeln wie ein Betrunkenes. Weißt du, die Erde wird torkeln und darüber werde ich heute ein bisschen sprechen. Alles gerät aus der Balance, aus dem Gleichgewicht. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr, Halleluja, kommt. Wir stehen vor großen Ereignissen, was die Welt noch nie gesehen hat. Die Kräfte des Himmels werden durcheinander geraten. Ich meine, Kosmos, das Universum. Und den Menschen hier auf dieser Erde wird bange werden. Weißt du, wenn irgendwo Krieg ist oder dies oder jenes ist, da kannst du noch entweichen. Aber wenn die Erde schaukelt und tortelt, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Erdbeben erlebt hast, aber ich habe schon mehrere Erdbeben in Süddeutschland erlebt. Da stehst du da, denkst du, was ist da los gewesen? Was war da? Ein paar Minuten, Sekunden, alles ist vorbei. Die Offenbarung spricht von 7 Siegeln und das ist so ein Umriss, ein Fahrplan, ein roter Faden, ein Konzept, eine Beschreibung für die endzeitlichen Ereignisse. Was kommt auf uns zu, ist mein Thema. Ich habe schon oft darüber gesprochen. In Süddeutschland habe ich sogar eine ganze Bibelwoche gemacht, eine ganze Woche eingeladen, die Leute zur Evangelisation. Was kommt auf uns zu? Und da sage ich jedes Mal was Neues. Und eigentlich gibt es nichts Neues unter der Sonne. Aber Gott sagt mal das und mal jenes, konzentriert sich auf dies und jenes. Auch in der Endzeit müssen wir nicht Angst haben, Geschwister und Freunde. Wir wissen den Ausgang der Geschichte. Die Hütte Gottes kommt zu den Menschen. Preis Gott, Halleluja. Der Herr erbarmt sich seiner, der Herr nimmt sich seiner Kinder an. Das haben wir jetzt auch in diesem Lied gehört. Ohne den Heiligen Geist kannst du die Endzeit nicht richtig verstehen und begreifen und dich auch gar nicht richtig vorbereiten. Und deshalb, wir brauchen in dieser Zeit, in der wir leben, viel vom Heiligen Geist.
Und deshalb müssen wir auch tagtäglich bitten, komm, Heiliger Geist, erfülle uns, übernimm du unser Leben, lenke uns, steuere unser Leben. Der Johannes schrieb diese Apokalypse hier inspiriert vom Heiligen Geist. Er schrieb Worte und das war nicht seine Erfindung, sondern das war die Eingebung des Heiligen Geistes. Und deshalb kannst du auch nur verstehen durch den Heiligen Geist. Hier zeigt ihm der Heilige Geist, was in der Endzeit nacheinander passieren wird, so wie ein Fahrplan, was jetzt nacheinander kommt. Und ich glaube, wir sind die letzte Generation. Im Matthäus Evangelium 24, da steht, diese Generation, die das erlebt, die die Entstehung Israels erlebt hat, 1948 bis heute, diese Generation, die das erlebt, die wird auch erleben, wie sich die Geschichte vollendet. Wir sind mittendran und drin. Johannes, als er die Offenbarung empfing, lebte im Exil in Ephesus, nur nebenbei zur Geschichte, wurde verbannt während seines Glaubens auf der Insel Patmos. Und das, die Offenbarung wurde geschrieben 95 nach Christus. Da ist schon 70 nach Christus passiert, die Zerstörung des Tempels. Die Juden sind in alle Welt zerstreut worden. Die Christen sind verfolgt worden, weil sie nicht den Kaiser, den Diokletian damals zu der Zeit, als den Herrn angebetet haben und gesagt, du bist Herr. Die mussten nur sagen, du bist Herr und dann ist es vorbei. Aber die Christen haben gesagt, nein, Jesus ist unser Herr. Wer kommt? Die Herren dieser Welt gehen. Alle Kaiser sind nacheinander gegangen. Ich repariere was an der Kirche draußen an der Tür, in der großen Kirche. Da kommt so ein Mann mit einem großen Hund und sagt, Nero, Pax und so weiter. Und dann habe ich zum ersten Mal begriffen, guck mal, so viele Menschen, Christen, Nicht-Christen, wie auch immer, die nennen Paul, Paulchen und wie auch immer ihre Kinder, aber wir haben noch nie einen Kindesnamen gehört, Nero, Nero, verstehst du? Du siehst, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Die Christen und die Juden sind damals verfolgt worden und für die schreibt der Apostel Johannes diese Offenbarung. Beide Gruppen haben das gleiche Schicksal erlitten, beide haben die Hölle durchgemacht. Und ich lese Offenbarung Kapitel 1, Vers 9. Johannes schrieb hier, ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse, an der Bedrängnis, am Reich und an der Geduld Jesu, ich war auf der Insel Patmos, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses Jesu willen. Ich war auf der Insel Patmos, er schreibt das von sich aus, und der Herr hat zu ihm gesagt, da gab es kleine Streiterei bei den Aposteln, wer ist der Größte im Himmelreich und so weiter. Und dann sagt der Herr, wie Petrus sterben wird. Und dann fragt er Petrus, und was ist mit dem Johannes? Und dann sagt Jesus zum Petrus, Johannes, das geht dich gar nichts an. Und wenn ich will, dass er da ist, bis was ich wiederkomme, das geht dich gar nichts an. Und deshalb ist Johannes bis zum Schluss aufbewahrt worden, damit er diese Geschichte aufschreiben kann, was kommt. Nicht, was da war, denn in der Offenbarung heißt es nachher, schreib auf, was da war, was da ist und was das sein wird. Das ist die Botschaft der Offenbarung, was das sein wird. Was da ist, er war von Jesus erwählt, gerade diese Apokalypse zu schreiben. Die Bibel selbst erklärt, dass er Johannes war und er war überzeugt, ich bin hier um des Wortes Gottes willen. Das Wort Gottes geht in Erfüllung und Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das, was ich sage, das geht in Erfüllung und zwar bis auf das i-Tüpfelchen. Beachtet die Worte, den Segen über das Buch der Offenbarung. Selig, Vers 3, selig ist der, der dies liest und die Worte der Weissagung hören und behalten, was da drin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Die Zeit ist nahe. Verschiedene Zeiten. Zuerst einmal Kapitel 2 und 3 beschreibt der Johannes die Situation der Kirche, der Gemeinde. Die Kirche fällt ab. Schon da an den ersten Christen der Gemeinde in Ephesus, seiner eigenen Gemeinde, musste Johannes schreiben, ich in Ephesus, ich habe was wieder euch, weil ihr die erste Liebe verlässt. Und dann sehen wir Lauheit und Trägheit in der ganzen Kirchengeschichte, im Mittelalter und bei den ganzen Päpsten und was auch war, Reformationszeit. Natürlich, wir sehen auch da, dass da ein paar fromme Gläubige waren, die Gemeinde in Philadelphia, die treu am Wort Gottes gehalten haben. Offenbarung ist ein sehr wichtiges Buch, das solltest du lesen und zu Herzen nehmen und sagen, Herr, erkläre mir. Denn in der Bibel heißt es immer wieder, wenn die Zeit reif ist, werden wir das alles erfahren. Manches versiegelt, verschlossen, verblommt, das kriegst du nicht mit. Aber wenn die Zeit reif ist, sag mal, das weiß ich, das sieht man. Sogar ein Blinder sieht das unter Umständen.
Die Offenbarung ist eines der wichtigsten Bücher des Neuen Testamentes. Wenn wir das nicht hätten, wüsste ich nicht, wie alles ausgeht. Für was soll ich leben? Für was soll ich kämpfen? All das, was Jesus mit uns macht, wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen, wir müssen das Evangelium weitergeben und so weiter. Und wir haben mit den Antichristen und den falschen Propheten und den Irrlehrern zu tun. Das ist unsere Situation. Aber das Ende ist wichtig. Wie ist das Ende? Und die Bibel sagt, schaut ihr Ende an. Das Wichtigste ist, beim Johannes, er sieht zuerst, Kapitel 1, Vers 17, er sieht Jesus. Bevor er die schrecklichen Dinge sieht, den Abfall der christlichen Gemeinde, bevor er sieht den falschen Propheten, den Antichristen, er sieht Jesus, er ist von Jesus ergriffen. Und Bruder und Schwester, und bevor du dich konfrontierst mit Problemen, mit Krankheit, mit Schwierigkeiten, mit Nöten, schau Jesus an. Vergegenwärtige dir Jesus und er sieht Jesus. Und dann kann er alles andere verkraften, ganz gelassen, getrost. Die Offenbarung, die Apokalypse ist ein verborgenes Buch, aber voller heilsgeschichtlicher Bilder und Hinweise. Schau Jesus und dann kannst du alles verkraften. Dann kannst du die Lauheit, die Trägheit, die Gleichgültigkeit, die Duldung der Nikolaiten und von dem Geist der Isabel, was da alles in der Gemeinde ist, kannst alles verkraften. Die geistlich verblendeten Menschen erkennen nicht, denn der Inhalt ist nicht für sie, sondern der Inhalt ist für die Juden und die Gemeinde Jesu. Die Ungläubigen erkennen es nicht, das ist nicht für sie. Von was spricht der Prophet? Hier bleiben die Ungläubigen verblendet und unwissend. Sie finden in der Offenbarung überhaupt gar keinen Sinn. Das ist also nur ein Bild nach dem anderen. Und eigentlich ist es so. Weißt du, wenn wir die Apokalypse, die Offenbarung sehen, wir sehen das Ende, das Ziel, aber wir sehen die Bergspitze, aber wir sehen die Täler nicht dazwischen. Das ist Prophetie. Du siehst die Täler nicht dazwischen. Was ist dazwischen? Und da sind 2000 Jahre dazwischen schon vergangen. Die Täler. Aber du siehst die Spitze, was da kommt. Und deshalb, manchmal bringen wir das durcheinander, weil wir nur die Bergspitzen sehen. Den Antichrist, den falschen Propheten, die Gemeinde in allen Facetten. Deshalb befassen sich so viele Leute auch nicht mehr mit diesem Buch. Martin Luther hat sich gar nicht gewagt, wollte gar nicht übersetzen das Buch, aber er tat es, weil es nicht anders übrig blieb, das gehörte zum Kanon. Aber gerade die Gläubigen, die haben ein Happy End. Und ich kenne Geschwister, die fangen an, die Bücher zu lesen. Die lesen nicht das Buch von vorne, da heißt es nur noch, wie es beginnt, wie es anfängt. Die lesen immer vom Ende. Und wenn du das Ende weißt, wie es ausgeht, dann kannst du auch alles andere lesen. Ja, wenn du das Ende nicht weißt, du weißt nicht, wie ganze Schöpfungsgeschichte, die Erwählung Israels, die Verstreuung Israels und was alles zusammenhängt, wie das alles zusammenhängt, wenn du das Happy End nicht kennst. Deshalb das Happy End ist mir so wichtig. Ich will wissen, wie geht die Sache aus. Und die geht gut aus. Preis dem Herrn. Die Herren dieser Welt gehen, mein Herr, Jesus Christus, mein Heiland, wird kommen. Wer das Buch nicht versteht, der weiß nicht, wie das die Geschichte ausgeht, deshalb interessiert ihm auch vieles nicht mehr, verstehst du? Was soll ich da alles noch machen? Wie soll ich eine gesunde Seele erreichen? Wie soll ich das schaffen in meinem Leben? Die Offenbarung ist die Krönung. Die letzten zwei Kapitel der Offenbarung ist die Krönung unseres Glaubens. Die Hütte Gottes kommt unter den Menschen. Babel ist gefallen. All das, was gewesen ist, das ist alles gefallen. Babel ist gefallen. Und das macht dann mir Sinn. Und es ermutigt mich, treu zu bleiben. Babylon, diese Hure Babylon, als Alternative zur Gemeinde Jesu Christi, die spielt auch Sex, verstehst du, und Religion und was weiß ich, Geistlichkeit, aber das ist alles nur fürs Geld, nur um sich zu profilieren. Aber die Gemeinde Jesu ist die reine Braut des Herrn und die Braut des Herrn ist die Gemeinde, die abgeholt wird. Die anderen sind alles lauter falsche 50er. Das macht Sinn. Ja, wenn ich weiß, wie es ausgeht, und deshalb ist es auch wichtig zu wissen, wie geht meine Geschichte aus. Ich habe diese Tage gepredigt, was würde Jesus nie sagen, und kennst du Jesus, das war die Botschaft, wenn du weißt, wie die Sache Jesu ausgeht, er kommt als Sieger, als Triumphator, als König aller Könige, als Herr aller Herren, und ich kann mich freuen. Und das Wort des Herrn sagt, und gerade in der Offenbarung, wer beharrt bis ans Ende? Wer beharrt bis ans Ende? Wer als Überwinder hervorgeht, der wird das alles ererben, der wird gekrönt werden. Oft versteht man das Wort Gottes erst, wenn man das durchmacht, wenn man in der Situation ist, wenn man krank ist, wenn man arm ist, wenn man schwach ist, wenn man müde ist, wenn man kurz vor dem Tod steht. Erst dann erkennt man die Geheimnisse des Wortes Gottes. Als Endzeit
Bürger, und das bin ich jetzt im Augenblick, ein Endzeitbürger, nicht ein Deutscher und nicht ein Amerikaner oder Russe, verstehst du, oder sonst was, ich bin ein Endzeitbürger. Ich verstehe die Offenbarung, weil ich mittendrin bin, weil ich mittendrin bin. Und der Heilige Geist zeigt im Johannes Kapitel 1, Vers 1, er zeigt seinen Knechten, was in Kürze geschehen soll, in Kürze. Bei Gott spielt Zeit keine große Rolle. 1000 Jahre ist wie ein Tag und ein Tag ist wie 1000 Jahre. Und deshalb, wir müssen die Prophetie richtig verstehen. In Kürze. Die Gemeinde, der Abfall war in Kürze. In den ersten 3 Jahrhunderten passierte schon der Abfall. Und dann ging Schlag auf Schlag weiter. Gottes Absicht ist es nicht, uns etwas zu verbergen. Im Gegenteil. Bevor Gott etwas tut, verkündigt er seinen Knechten und die verkündigen es wieder weiter. Amos Kapitel 3, liest man dort, er verkündigt es weiter. Wir sollen nicht uninformiert, unwissend in die Sache reingehen. Wir sind Wissende, wir wissen, was kommt, was passiert. Nacheinander, wir kennen den Fahrplan und den möchte ich jetzt kurz streifen. Nur streifen, studieren kann ich das nicht mit euch ganz groß. Zuerst einmal die 7 Sendschreiben, die sind Zeichen der Kirchengeschichte. Das wird in der Kirchengeschichte passieren, nacheinander. Ja, Untreue, Unglaube, Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit. Der Abfall wird kommen. Das ist im Fahrplan Gottes eingeschlossen, der Abfall der Gläubigen. Viele glauben, ja, die große Erweckung wird kommen. Ich weiß es nicht. Studiere die Bibel. Lauheit und Trägheit ist das Endergebnis der Kirche, der Gemeinde, das die Menschen machen in der Religion, verstehst du, die werden religiös sein. Es wird sehr viele Religionen geben, aber er wird keinen Glauben finden. Das heißt schon was. Meint ihr, wenn das Menschensohn kommt, dass er Glauben finden wird? Nee. Die werden so viel glauben. Sie werden alles glauben, was im Fernsehen kommt, was im Internet steht. Das werden sie glauben, ohne geprüft zu haben. Aber sie werden dem Wort Gottes nicht glauben. Und dann darf Johannes ab Kapitel 5 so nacheinander sehen. Die Siegel werden geöffnet, was bisher war, was verborgen war und so weiter, was versiegelt war. Er sieht dann das Lamm, wie das Lamm die Siegel öffnet. Wer ist würdig zu nehmen? Lob, Dank und Preis und so weiter. Nur das Lamm. Er darf das Buch öffnen. Offenbarung Kapitel 5, Vers 5. Und das ist ein Segen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, Johannes. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Der Löwe aus Juda, das ist Jesus Christus, der Sohn Davids. Das ist klar, da kann es nicht mehr geschrieben stehen. Er öffnet das Buch mit den 7 Siegeln. Aber wie viele ist das, die Offenbarung, ein Buch mit 7 Siegeln? Immer noch, weil sie nicht den Heiligen Geist haben. In Offenbarung Kapitel 6 lesen wir dann die Beschreibung der 6 Siegel, was so nacheinander kommt. 6 ist die Zahl des Menschen, was auf die Menschheit zukommt. Was kommt auf die Welt zu, was kommt auf die Menschheit zu? Und die ersten 4 Siegel sind bekannt, das auch Jesus in Matthäus 24 schon angedeutet, diese verschiedenen Plagen, Reiter und dergleichen, die 4 Reiter in der Apokalypse. Das erste Siegel ist das weiße Pferd. Denkt nicht, dass es Jesus ist, das ist der Antichrist, der falsche Prophet. Offenbarung Kapitel 6, Vers 1. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Manche sagen Halleluja. Nein, das ist nicht der Heiland. Und der darauf saß, der hatte Bogen in seiner Hand, war ein Kriegsmann und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus, sieghaft, um zu siegen. Das ist der Antichrist. Und Jesus spricht hier, lasst euch nicht täuschen von den falschen Propheten, falsche Christus, falsche Messias. Es ist eine Fälschung. Und wir sehen in 1. Offenbarung 19 den wahren Reiter auf dem weißen Schimmel. Jesus Christus. Ja. Aber hier Kapitel 6, das Siegel, dieses weiße Pferd, das sind Freimaurer auf mich. Und ich muss die Wahrheit sagen, die Freimaurer und Illuminatis, die sind miteinander verwandt. Seit der Französischen Revolution haben wir den Humanismus. Und Humanismus siegt überall, auch in den christlichen Gemeinden, in der Politik, Humanismus. Und die ganze Weltordnung ist durch Humanismus durchsetzt, durch die Freimaurer. Und überall, wo was passiert in dieser Welt, da sind Freimaurer drin. Und ich habe eine Regel für mich, alles was von Genf kommt, Genf ist die Freimaurerstadt, aus bestimmten Gründen, aber wie auch immer. Und was von dort alles kommt, da weiß ich schon, aha, die Burschen brauche ich nicht nehmen. Und alles was die Zahl 11 hat, das hat auch mit Freimaurer wieder was zu tun. Vergiss es alles, verstehst du?
ist nur ein paar Zeichen für dich, damit du weißt, wir sind in der Endzeit, wir leben in der Endzeit. Jesus in Matthäus Evangelium 24 beschreibt die Zeichen seines Kommens, den Ablauf der Ereignisse, und es deckt sich mit den sieben Siegeln in der Offenbarung. Und hier sagt Jesus, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Und wie leicht werden die Menschen verführt? Humanismus ist doch so nett. Wir sollen die versinkenden Leute aus dem Meer retten. Wir sollen den Armen helfen. Wir sollen das tun. Wir sollen das tun. Wir sollen brav und lieb und nett und freundlich sein. Das ist Humanismus. Verstehst du, dass man sich verwirklicht, und die nennen sich auch Brüder untereinander. Die Brüder. Ja, Freimaurer sind Brüder, so wie wir Christen auch Geschwister sind im Herrn und Brüder sein sollten. Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und so weiter. Und die schwören sogar auf der Bibel. Verstehst du? Nicht nur das, die verwenden auch die Bibel zu ihren Zeremonien, zu ihren kultischen Handlungen. Sie kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Matthäus Evangelium, Kapitel 24, Vers 4. Deshalb der weiße Schimmel da mit dem Reiter, mit dem Bogen, das sind Freimaurer. Und die ganzen Kriege, was wir hier in Europa hatten, die sind alles von Freimaurer gemacht, gesteuert. In aller Liebe, du wirst schockiert sein, wenn ich dir wirklich, wenn ich Zeit hätte und die Wahrheit sagen könnte. Der Lenin ist durch Deutschland mit einem verblombten Wagen nach St. Petersburg gefahren. Und das wurde alles von Freimaurern gemacht. Hitler wurde finanziert auch von Freimaurern, obwohl er die hasste. Weißt du, das sind Freunde und Feinde gleichzeitig. Und die zwei Weltkriege, die sind mit diesem Bogen da etabliert worden. Ich will dir nicht Angst machen. Aber Jesus sagte in Matthäus 24, das wird kommen. Und die Abfolge ist Kriege, Hungersnöte, Seuchen und Bedrängnis. Auch unsere Corona-Geschichte ist eine Freimaurer-Geschichte. Den Leuten wird Angst gemacht, verstehst du? Und die leben in Angst, verstehst du? Komme ich durch, komme ich nicht durch? Und Jesus ist es hier, der die Siegel öffnet und die Leute verständlich macht, die Sache, der sie interpretiert, auslegt und deutet. Jesus ist es. Wenn du Jesus nicht hast und den Heiligen Geist nicht hast, verstehst du die Welt nicht. Warum, wieso, wie ist das passiert? Wie kam Corona bis zu uns hierher? Er sagt, dieser Herr Jesus hier, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschreien. Das hört man jetzt gerade. Verstehst du? Du kannst jetzt, seit Corona, da sagen sie nicht mehr viel von Corona. Jetzt reden sie nur von Ukraine und Russland. Und was alles kommt. Verstehst du? Und ich sage euch eines, eine große Gefahr wird kommen. Ich werde nachher noch dazu kommen zu diesem Thema. Wenn China mitmacht und der Chinese und der Russe, die machen zusammen, die drücken sich die Händchen. Pass auf, was da kommt. Zwei Supermächte. Ja, und dann wird sich eine Nation gegen die andere Nation erheben, ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben hin und her. Aber das ist nicht das Ende. Das Ende ist das noch nicht, Leute. Denkt nicht, dass es das Ende ist, dass der letzte Augenblick hier. Nein, das muss zuerst geschehen. Und zuerst ist noch etwas passiert, was Jesus sagte. Das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt. Wir haben den Bibel-TV, verstehst du, und wir haben das, und überall wird das Evangelium gepredigt und wurde gepredigt. Die Heilungsevangelisten, Billy Graham, der hat zu Millionen von Menschen gesprochen, und niemand kann sich entschuldigen, ich hätte noch nie was von Jesus gehört. Aber das ist auch noch nicht das Ende. Und da heißt es, das ist alles nur der Anfang der Wehen. Dann werden sie sich auch in Drangsal, dann werden sie die Gläubigen im Drangsal überliefern, den Schwierigkeiten unter den Menschen im Drangsal überliefern. Was ist Drangsal? Ist nicht ein Terror, wenn die Leute hier ausgesperrt sind, Lockdowns, ist das vielleicht nicht ein Terror, Drangsal? Die Leute werden sich einander den Drangsal ausliefern und einander töten. Sogar kleine Kinder kriegen schon Depressionen. Vor kurzem habe ich eine Nachricht irgendwo gelesen, hier in Deutschland, ein 7-Jähriger hat sich das Leben genommen, er will nicht mehr leben. Da sind wir drin. Drangsal. Drangsal. Und dann werden sie auch euch töten, ihr Christen. Verstehst du? Und werden euch, und ihr werdet gehasst werden von allen Nationen um meines Namens willen. Das zweite Siegel offenbart einen anderen Reiter, den roten Reiter. Und der nimmt den Frieden von der Erde weg. Und der Friede ist schon lang von der Erde weggenommen. Seit 1914 ist der Friede weg von dieser Erde. Das dritte Siegel zeigt uns den Reiter auf dem schwarzen Pferd. Ja, Mangel an Nahrungsmitteln und Hungersnöte und dergleichen. Ich denke nur an die große Depression, diese Wirtschaftskrise, was wir hatten.
Was auch gleichzeitig als Folge war für die spanische Grippe, dass in der spanischen Grippe sind fast 20 Millionen Menschen gestorben, weil sie arm waren, weil sie ja, nach dem Leben suchten, das Leben nicht fanden. Wir müssen auch die Zusammenhänge immer sehen. Was ist da los? Und hier dann das vierte Siegel, dann das fahle Pferd, dem wurde Macht gegeben, über ein Viertel der Erde zu töten mit dem Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere. Offenbarung 6, Vers 8. Es geht weiter. Ich bin hier in der Offenbarung. Was kommt auf uns zu? Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Halleluja. Mein Heiland kommt. Das ist ein Zeichen. Und wenn, in meiner Bibel heißt, wenn du siehst, dass das geschieht, erheb dein Haupt, denn deine Erlösung naht sich. Der Heiland hat schon die Türklinke in der Hand. Ja. Und nach dem fahlen Pferd, das ist Hungersnot, dass ein Mensch nur für eine Handvoll Gerste arbeitet, oder Reis, oder Getreide, oder Weizen. Ja, und jetzt müssen Mann und Frau arbeiten. Wir sind in der Situation, wo Mann und Frau arbeiten müssen, damit sie durchkommen können, damit sie leben können, damit sie existieren können. Der Mensch ist am Ende seiner Existenz, so materiell, geistig und geistlich, beides wieder, alle drei zusammen. Und so sehen wir also, dass Jesus in Matthäus Evangelium die Bedeutung dieser Siegel bestätigt. Die Ereignisse sprechen für sich selbst, teure Zeiten. Und dann kommt das fünfte Siegel und die Seelen unter dem Altar, die Märtyrer, Offenbarung 6, Vers 9. Die meisten denken da, dass du um dem Glaubenswillen nur umgebracht wirst. Nein, wegen deiner Überzeugung. Das sind die Märtyrer, die auf der Straße gehen und spazieren gehen. Pass auf, all die ganzen Verweigerer, da von Corona-Verweigerer, das sind alles Nazis, Rassisten, Faschisten, was weiß ich, was sie alles so sind, verstehst du? Das sind alles Terroristen, die stören unsere Gesellschaft. Und das sind die Guten, pass auf, die werden es überleben, die anderen werden den Bach runtergehen, in aller Liebe. Für die Endzeit wird eine große Verfolgung vorausgesagt. Der Teufel ist gegen die Andersdenkende, egal wie. Esoteriker, Anthroposophen, Christen und Pfingstler oder auch, was ja auch alles sein mögen, die Andersdenkenden, die noch einen gesunden Menschenverstand walten lassen, die werden hier verfolgt, die ganzen Querdenker, wir sind mittendrin, ihr Lieben, die Märtyrer. Dann kann der Teufel schalten und walten, was er will. Und dann kommt das sechste Siegel und das leitet erst die Endzeit wirklich ein. Zeichen am Himmel, im Kosmos, im Universum, hier auf dieser Erde, kosmische Katastrophen, die der Mensch nicht kontrollieren kann. Du kannst Stürme nicht kontrollieren. Verstehst? Jetzt haben wir so viel Schaden durch den letzten Sturm hier in Berlin, allein in Berlin. 8000 Einsätze musste die Polizei während des letzten Sturmes hier in Berlin fahren. Was glaubst du, woanders? Bis heute dürfen die Züge noch nicht zwischen Berlin und Hamburg fahren. Wir sind in der Endzeit. Stürme sind da angesagt. Klimakatastrophe ist, was hier passieren wird beim sechsten Siegel, da war die Klimakatastrophe nur noch ein Klacks, was die Leute erzählen, 2 Grad Erderwärmung. Offenbarung Kapitel 6, Vers 12 lese ich, das wird die ganze Welt schockieren. Ein weltweites Problem, als das sechste Siegel aufgetan war, da geschah ein großes Erdbeben. Ein großes Erdbeben, nicht 10 oder nicht 100, ein großes Erdbeben, als das Siegel aufgetan wurde. Und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der Mond wurde rot wie Blut und die Sterne vom Himmel fielen auf die Erde und wie ein Feigenbaum diese Blätter abschüttelt. Verstehst du, wenn die Erde taumelt wie ein Trunkener, dann denkst du, was passiert jetzt, verstehst du? Ja, wenn du betrunken bist und einen Betrunkenen beobachtest auf der Straße, bei dem torkelt auch alles durcheinander. Ja, wie ein Feigenbaum Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird und der Himmel wich wie ein Schriftrolle zusammengerollt und die Berge und Inseln wurden weggefegt von ihrem Ort oder versanken im Meer sogar, steht in der Bibel so, je nachdem welche Übersetzung. Nicht die Asteroiden und Meteoroiden werden die Menschen in Furcht versetzen, sondern die Erde selbst. Die Natur selbst wird den Menschen erschüttern, denn Gott lässt es machen. Gott hat den Teufel hier auf diese Erde geworfen und ihm die Erde überlassen. Mach mit ihm, was du willst jetzt. Jetzt ruiniert die Erde. Ich habe die meinen habe ich fest in der Hand, meine sind versiegelt und niemand wird die meinen aus meiner Hand reißen, sagt Jesus Christus.
Und der Apostel Johannes sah in einer Vision, alle Berge und Inseln wurden weggefegt von ihrem Ort. Hör mir zu, weggefegt, verstehst du, nicht mehr da. Denk an Kalifornien, San Andreas Graben. Und dann liest du plötzlich, vielleicht morgen stehst du auf und da hörst du Nachrichten, San Francisco ist nicht mehr da. Ganz Kalifornien ist im Meer versenkt und die Leute rechnen schon jeden Augenblick, denn San Francisco liegt an diesem pazifischen Feuergürtel, Erdbebengürtel. Ja, noch was Schlimmeres, Yellowstone ist eine Zeitbombe, die tickt. Dort liegt ein riesiger Supervulkan. Wenn der einmal explodiert, dann gibt's kein Amerika mehr. Da brauchen sie keine Atombombe mehr. Wenn dieser Supervulkan einmal explodiert, da ist Großteil der USA weg vom Fenster und der ist sehr aktiv. Wissenschaftler beobachten ständig. Ständig kommen heiße Quellen und die weisen hin, da passiert was, da brodelt es in der Unterwelt. Ja, das Magma schmilzt und Gase steigen auf. Da war ein Dummkopf, der hat in so einem Seefeuer, also wo es schön gebrodelt, hat sich gebadet und wurde von dieser Säure aufgefressen. Man hat nur noch seine Knochen gesehen, gefunden. Ja. Verstehst, die Gase steigen hoch, das Magma ist in Bewegung. Im Yellowstone, diesem Supervulkan, ja, dieser Boden bewegt sich und man beobachtet ihn schon seit 1923 und er wird jedes Jahr um 3 bis 4 Zoll gehoben, dieses Magma, das steigt hoch. Jedes Jahr um ein paar Zentimeter. 3 bis 4 Zoll und es ist eine Fläche von einer Größe von 925 Quadratkilometern. Das ist der größte Park, das ist ein Nationalpark dort in den Bergen Mittelamerika. Wenn das mal hochgeht, dann haben wir Sonnenfinsternis, dann haben wir für Jahre keine Sonne mehr. Steht ja, sowas ist schon mal gewesen. Die Welt wird sich verdrehen. Unsere alten Indianer erzählen, also unsere Vorfahren berichten, dass die Sonne im Westen aufging und im Osten unterging. Plötzlich ist die Welt ganz verkehrt. Im Yellowstone, dieser Supervulkan, das ist eine Zeitbombe, tickt. Und zwar seit über 600.000 Jahren. Das wissen die Wissenschaftler, das haben sie geforscht und so weiter. Der ist immer noch aktiv und der ist in der Zwischenzeit, zwischen den 600.000 Jahren, das kann man ja an diesem ganzen 600.000 Jahren, kann man im Gestein sehen, ist 140 Mal ausgebrochen. Deshalb kommen auch diese schlimmen Zeiten in Ägypten, die 7 Jahre, mageren Jahre, verstehst du, wo Josef da muss Getreide sammeln, da kommt was. Gott tut nichts, ohne vorher seine Knechte zu offenbaren. Es kommt sowas und dieser Vulkan ist 140 Mal schon ausgebrochen, das sagen die Geologen. Und wenn der tatsächlich ausbricht, und das wird zu einer Naturkatastrophe, da kannst du die ganzen Atombomben vergessen, die da gelagert sind. Es wird gewaltige Auswirkungen geben auf das Klima und auf die Wirtschaft, auf alle miteinander. Plötzlich ist Silicon Valley weg. Nach diesem großen Erdbeben in San Francisco, da ist Silicon Valley weg, da funktioniert unser Computer nicht. Und da verstehe ich erst, auf einen Tag, auf eine Stunde, brach alles zusammen. Babel ist gefallen. Und da weinen die Reeder, da weinen die Wirtschaftsleute, da weinen die Geschäftsleute. Wir können unsere Wirtschaft nicht mehr bedienen. Dann die Sonnenwinde, das ist noch ein anderes Problem, verstehst du? Jetzt hat eine Gesellschaft 42 Satelliten in den Weltraum geschickt, damit sie bedienen können und dergleichen. Von diesen 42 Satelliten sind durch die Sonnenwinde verglüht oder vom Weg abgekommen. Die werden demnächst hier runterkommen, irgendwo, pass auf. Und die haben ihre Bahn verloren. Die Sonnenwinde sind zurzeit auch sehr, sehr aktiv. Weißt du, der ganze Kosmos spielt verrückt. Ich will dir nicht Angst machen, denn unser Friede ist Jesus Christus und wir haben Frieden mit Gott. Ja, die Gerichtsengel sind gebunden auf den Tag und die Stunde, so wie es in der Bibel steht. In einer Caldera wie Yellowstone, da könnte die Magma plötzlich an beliebigen Stellen durchbrechen. Der Park ist groß genug und weißt du, plötzlich hebt sich alles. Globale Erwärmung führt dazu, jetzt pass auf, was ich dir sage, was Gott mir die Tage offenbart hat. Ich habe darüber nachgedacht, denn ich predige jedes Mal, wenn ich das Thema habe, was kommt auf uns zu,
neue Betrachtungspunkte, neue Sicht und bete jedes Mal, Herr, zeig mir, was ist das Nächste, was ich meinen Leuten sagen soll. Und Gott hat mir gezeigt, dass gerade durch die Erderwärmung, die Erde erwärmt sich, das kann niemand leugnen. Die Erde erwärmt sich und niemand kriegt die Temperatur runter, führt das Magma, diese Erwärmung führt dann zu Mega-Erdbeben, zu Mega-Vulkanausbrüchen. Das erleben wir jetzt auch schon augenblicklich. Wir erleben Tsunamis, Erdrutsche in Südamerika, wo auch immer ist. Der Meeresspiegel steigt und die Gletscher schmelzen und die Eisberge schmelzen. Grönland schmilzt ab. Wir haben Island. Island hieß früher, als die Wikinger noch nach Amerika fuhren vor 1000 Jahren, das hieß noch Island. Und die Eisberge drücken die Vulkane noch runter, die Erde runter, dass sie nicht so hochfliegen. Aber jetzt geht fast jeden Tag, jede Woche ein Vulkan in Island hoch. Grönlandsgletscher schmelzen jährlich um 17 Zentimeter. Jährlich schmelzen sie. Die Erde, die Schöpfung kämpft gegen den Menschen, weil der nicht an Gott glaubt und Gott den Menschen, ja, sich selbst übergibt. Mach, was du willst. Die Erdspannungen und die Erdkräfte verändern das Gleichgewicht der Erde unter unseren Füßen und die Erde wird tauben. So steht es in der Heiligen Schrift. Die Erde wird tauben. Das ist ein prophetisches Wort. Und du wirst sehen, was da alles passiert. Die Erde ist destabilisiert. Und da werden Erdbeben auftreten, wo es keine Erdbeben bisher nicht gab. Warum? Weil durch die ganze Gletscherschmelze das Wasser drängt, ja, dass die Meeresspiegel steigt, das Meeresspiegel steigt und das drängt die Kontinente, verdrängt. In meiner Bibel heißt es, das Meer wird brausen. Pass auf, das Meer wird brausen. Ein Hinweis auf Tsunamis, auf Seebeben. Als das große Seebeben im Indischen Ozean war, da ist der Außenminister Genscher in seinem Flugzeug mal das Gebiet abgeflogen. Und weißt du, was er gesagt hat? Weh, weh, weh. Die drei Wehs hat er ausgesprochen. Das war für mich eine Inspiration, verstehst du? Da siehst du, was so ein Seevulkanausbruch, was es alles bewirkt. Wenn sich einmal die Eisdecke und Deckung schmilzt, da werden wir merken, die Erdkruste verkraftet das nicht mehr. Die Erdkruste verkraftet den Menschen sowieso nicht mehr, weil der gottlos ist. Gott hat ihn vertrieben. Verflucht ist dein Acker. Alles, was du machst, ist alles verflucht. Bringt nichts. Und das bedroht die Menschheit. Der Wasserdruck, der Eisschmelze. Und das hat Konsequenzen. Das geschmolzene Eis will irgendwo hin. Das Süßwasser. Das veränderte Meerspiegel, das dehnt sich aus und verdrückt die Kontinente. Da werden die Kontinente noch weiter auseinanderdriften und sich verändern, das kann gut möglich sein. Ich habe eine alte Prophetie, konnte es nicht glauben, aber nachdem ich das alles weiß, dass Nord- und Südamerika auseinanderbrach, hat er in einer Vision gesehen, Demos Schakarian, hat gesehen, wie Nordamerika und Südamerika auseinanderbrach und getrennt wurde. Da braucht man keinen Panama-Kanal mehr. In Alaska bricht der Vulkan Pavlov fast regelmäßig aus, sobald das Meerwasser steigt. Alaska, und da stoßen diese großen Kontinente zusammen. Im Mittelmeer hat man beobachtet, sobald der Meeresspiegel im Mittelmeer steigt, da haben wir plötzlich vulkanische Eruptionen. Plötzlich, ja, das Meer wird brausen, so steht es in der Bibel. Vulkane, Erderwärmung und wird Erdbeben und erzeugen, verstehst du, das wird noch erzeugen und nicht noch das. Die Erde brennt, Leute, die Erde brennt. Hört, spitzt die Ohren. Jetzt brennt in Argentinien so groß wie die Schweiz, so eine Landstück, und durch die Hitze. Ja, die Erde wird brennen, Wälder brennen, Sibirien, Alaska, Kanada. Überall die Wälder brennen, entzünden sich von selbst. Und jetzt das letzte in Argentinien. Augenblicklich schleudert Ätna, das war ein schönes Schauspiel, was ich die letzte Woche im Fernsehen gesehen habe, ein schönes Schauspiel, dieser Ätna in Sizilien, ich bin mal oben gewesen auf diesen Ätna, der speit jetzt auf zwei Lavaströme raus und es sieht so schön im Nachthimmel. Ja, es sieht schön aus, aber es ist schrecklich, was da passiert. Was kommt auf uns zu, wenn das passiert? Und wenn das geschieht in Ecuador, da versetzt der Vulkan Tungurahua die Leute in Angst und Schrecken.
Sie haben Angst vor diesen Gasen und so weiter. Etwa 50.000 Leute sind evakuiert worden inzwischen, jetzt seit ein paar Tagen. Ja, in Südamerika, in Indonesien, dieser Vulkan Marapi ist ein Risikovulkan, kann jederzeit ausbrechen. Und Indonesien liegt an diesem Pazifikgürtel, Feuergürtel. Auch der Mayon auf den Philippinen spuckt Lava und bebt. Das notiert man gar nicht mehr, verstehst, weil da überall was passiert. Und in den letzten Wochen, Monate nur, da ist so viel passiert, sind Vulkane ausgebrochen. Der Mensch ist ja machtlos gegen diese Naturgewalten. Was kannst du machen? Du kannst nur abhauen und verstecken und fliehen. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, 2. Korinther Kapitel 6, Vers 1, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag der Erlösung. Nicht, wenn es nachher zu spät ist. Bring jetzt gesunde deine Seele, heile deine Seele, bitte den Frieden Gottes für dein Leben. Gott sagt zu Salomo in 2. Chroniker Kapitel 7, Vers 13, noch zwischendurch so ein Schlenker. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen, oder die Pest unter meinem Volk kommt und so weiter, dann soll mein Volk, über dessen mein Name genannt ist, sich demütigen und beten und mein Angesicht suchen, dass sie von diesem bösen Weg sich bekehren. Und so will ich den Himmel vom Himmel her wieder ihre Sünde wegnehmen und ihr Land wieder heilen. Wenn du das alles siehst und merkst und so weiter, suche den Herrn. Das ist die angenehme Zeit, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Gott wartet auf unsere Umkehr, bis der siebte Siegel passiert. Ich predige in Laufen, in der Zeltmission, und dann habe ich den Leuten, ich kündige immer meine Themen an, und dann habe ich gesagt, Leute, ich kann auf die Minute genau sagen, wann Jesus wiederkommt. Und dann sagt der Pfarrer in der Landeskirche und warnt die Leute vor der Zeltmission. Und da wurde es ein falscher Prophet, der kann auf die Minute sagen, wann Jesus wiederkommt. Obwohl es in der Bibel drin steht, Tag und Stunde weiß niemand, außer dem Sohn, außer dem Vater im Himmel. Und der soll da angeblich wissen. Und Gott hat mir offenbart damals für diese Predigt, beim Ton der letzten Posaune wird Jesus wiederkommen. Beim Ton der letzten Posaune. Aber ich weiß nicht, wann die letzte Posaune ist. Weißt du das? Ich nicht. Das weiß nur der Vater im Himmel. Gott wartet auf die Umkehr der Menschen. Bis das zum siebten Siegel gibt es immer noch Umkehr und sie taten nicht Buße. Gott hat ihnen immer die Möglichkeit gegeben, Buße zu tun. Sie haben immer Wendemöglichkeit gegeben. Ich habe fast in meinem Leben fast alle Pässe der Alpen überquert, in meinem Leben, im Sommer wie im Winter. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, im Winter vor allem, dass man rechtzeitig den Wendepunkt nimmt, den Wendenplatz nimmt, wo man noch wenden kann. Aber wenn du nachher auf der Passhöhe bist, den Pass überquert hast, gibt es kein Zurück mehr. Deshalb, du solltest die Wendemöglichkeit in deinem Leben nützen, wenn es noch gut geht, wenn du noch jung bist, wenn du noch bei Verstand bist, wenn du noch beten kannst, wenn du noch Bibel lesen kannst, wenn du noch die Predigt hören kannst, solltest du es machen. In aller Liebe, höre die Warnungen. Wir sind auf dem Weg zur Passhöhe, zum Gipfel, da steht man einfach überquert. Da sind wir auf der anderen Seite, da ist auch das Klima gleich anders. Stürme sind Warnungen, ihr Lieben. Auch dieser letzte Sturm ist auch eine Warnung an Deutschland. Und am Montag kommt ein neuer Sturm, von Sonntag auf Montag. Habe ich gehört, gerade in den Nachrichten vorhin. Wir sollen uns schützen. Stürme sind ein Zeichen auf große Ereignisse. Auf dem D-Day, der Landung der Alliierten in der Normandie, die konnten nicht landen, weil da Stürme waren. Die Stürme haben versucht aufzuhalten. Als die Amerikaner die Atombombe über Hiroshima abwarfen und Nagasaki, da gab es Stürme, der Piloten konnte nicht fliegen in diesen Stürmen und konnten da ihre Ladung, ihre böse Ladung abladen. Stürme sind ein Zeichen, auch hier für uns in Deutschland, in Berlin. Und du musst überlegen, der Sturm ist gezogen über Berlin, über ja, ganz Norddeutschland bis Nordeuropa, bis hinauf bis nach St. Petersburg. Stürme sind ein Zeichen der Gnade. Jetzt stürmt, oh, was soll man da bringen oder tun? Bring deine Seele in Sicherheit. Hurrikane, Stürme, Tornados, Überschwemmungen, Brände, Erdbeben, was auch immer ist, ist nur das Rufen Gottes. Wach auf. Es ist ein Zeichen, kosmische Zeichen, da kannst du dagegen nichts machen. Und die Bibel sagt, es werden Zeichen geschehen. Gott kämpft um den Planeten Erde. Mit Flammenschrift schreibt er an der Wand, gewogen, gewogen und so leicht erfunden.
Deutschland zu leicht erfunden, Amerika zu leicht erfunden, Russland zu leicht erfunden. Die ganzen Völker sind ja wieder leicht. Sie haben keine Balance mehr. Beim ersten Kommen Jesu, da ging es um die Rettung der Seelen. Und beim zweiten Kommen Jesu geht es um die Rettung unserer Leiber. Mein Leib soll nicht bei den Ungerechten sein Grab finden. Ich werde nicht bei den Ungerechten liegen. Ich werde nicht dort liegen, sondern der Herr wird mich auferwecken. Und deshalb kommt der Heiland, um mich in den Himmel zu holen, mein Leib. Dann bewahrt müssen werden mein Leib, Seele und Geist unsträflich bis auf den Tag unseres Herrn Jesus Christus. Es ist so wichtig, dass du diese Flammenschrift siehst, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Wie ist dein Gewicht? Was bringst du auf die Waage? Du bist für den Himmel bestimmt, Bruder und Schwester, und nicht für die Hölle und nicht für diese Erde. Wir sind für den Himmel bestimmt. Dann lesen wir noch weiter in der Bibel. Es wird ein Hermagedon geben, kann nicht darauf groß eingehen, im Megiddo, was dort alles passiert. Wenn die Grundfesten der Erde erschüttert werden, da wird Satan alles dran setzen, um die Menschheit total zu vernichten. Er hat auf die Menschheit abgesehen und dann auf die Schöpfung, auf die Kreatur. Aber der irrt sich saftig. Gott wird nicht zulassen, dass seine Schöpfung zerstört wird, dass alles verwüstet und vernichtet wird. Gottes Mobilmachung findet statt. Diese Ereignisse sind schon lange angekündigt. Die Erde und die Erdperiode kommt langsam zum Ende. Und der Teufel kommt auch zum Ende. Wenn der Herr die Seinen abruft und die anderen ja dahingerafft werden, dann hat er niemand mehr, der es sich bedienen kann. Denn er ist auf diese Erde geworfen und keine Behausung, hat die Behausung verlassen. Die gewaltigen Naturereignisse werden einleiten die Wiederkunft des Herrn. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Selbst wenn die Leute nicht dran glauben und keine Vorstellung haben, in der Endzeit wird jeder Glaube verschwinden. Das sei frei weg. Deshalb predige ich noch, solange ich predigen kann und höre nicht auf. Und Jesus sagt, ich werde keinen Glauben finden. Er wird Religion finden, den Leuten wird die Religion aus den Ohren rausquillen. Aber er wird keinen Glauben finden. Es wird so sein wie in Sodom und Gomorra. Es war ihnen lächerlich, lächerlich, lächerlich. Beim Noah, es war ihnen lächerlich. Weil die Menschen nicht mehr glauben, wird der Himmel und der Kosmos predigen, das Universum predigen. Ja, weil die Menschen nicht mehr der Predigt zuhören, dem Wort Gottes. Da werden die Steine schreien und Gott wird sich durch die Natur bemerkbar machen. Pass auf, was da kommt, das ist das Nächste. Was kommt auf uns zu, in dem alles Natürliche ja, auseinanderbricht? Und jetzt bricht alles natürlich. Die Leute ernähren sich nicht mehr natürlich, die Leute leben nicht mehr natürlich, die Leute denken nicht mehr natürlich und die verblöden von Augenblick zu Augenblick. Eine bedrohliche Finsternis legt sich über diese ganze Welt. Die Leute können bald nicht mehr das Einmaleins ohne einen Rechner zu nehmen und zu rechnen. Oder was sonst noch. Die Naturelemente werden entfesselt und die Natur wird für Gott kämpfen. Gott und Natur, sie sind identisch und die Natur kämpft um den Menschen. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren werde, sondern dass er gerettet werde und das Leben habe. Den Menschen wird die Fähigkeit zu denken genommen und vergehen. Die wollen nicht mehr denken. Ich will nichts mehr wissen. Hör damit auf, verstehst du? So werden die Leute reden. Und sie reden jetzt schon. Da muss noch kein siebtes Siegel geöffnet werden. Hört auf mit diesem Quatsch und so weiter. So reden die Leute. Die Leute werden verrückt sein, verwirrt sein und verrückt spielen. Sie werden nichts mehr verstehen. Sie werden nicht mehr durchblicken. Hier wird Gott den Menschen nichts mehr erklären. Pass auf, was da kommt. Da wird niemand mehr erklären, dass es so und so. Da wird es auch keinen Heiligen Geist mehr so geben auf dieser Erde. Und keine Prediger. Und niemand wird erklären, was sich da abspielt, was das soll und so weiter. Und die Philosophen und Psychologen und Theologen, die werden baff sein. Es wird ja alles übertreffen. Sowas hat es noch nie gegeben, seitdem es Menschen gibt. Steht in der Bibel immer wieder, wenn es auf die Endzeit hingewiesen wird. Die Menschen werden sind nicht vorbereitet für den Tag X. Die leben so blind hinein. Auch jetzt, verstehst du, Gott hat gewarnt durch die Stürme, Gott hat gewarnt durch dies, Gott hat gewarnt durch das. Guck mal, die Sache mit Ukraine und
und Kiew und Russland und gleichzeitig eine Abrüstungskonferenz da in München, die versuchen da Sicherheit zu bringen. Und wenn sie sagen Sicherheit, 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 Friede, Friede, wird das Verderben ganz schnell kommen. Und so viele andere Zeichen. Aber alles schläft. So wie Weihnachten bei der ersten Ankunft Jesu. Und hör mal, was ich sage. Das Desaster wird viele treffen, unvorbereitet. Millionen, ja sogar Milliarden, nicht nur Millionen, Milliarden noch lebender Menschen, die werden plötzlich dahin gerafft. Du sagst, Bruder, mal tu das, du predigst ja Gericht. Ja, ich muss die Wahrheit sagen, sonst kapieren die Leute nicht. Am schlimmsten werden die armen Länder des Südens betroffen von dieser Welt, von dieser Erde. Am schlimmsten, aber die Reichen genauso, aber die werden wieder anders betroffen sein. Man weiß um alles, man tut nur nichts. Man debattiert und palavert, das ist alles, was die Leute tun. Sicherheitskonferenz, da haben sich nur gegenseitig beweihräuchert. Wir müssen uns beeilen, Geschwister. Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf, singen wir in einem Lied. Zu langes Zuwarten, Zögern und so weiter bedeutet ein Schrecken ohne Ende. Die himmlischen Zeichen läuten den Tag des Herrn ein. Höre Gottes Wort, solange es noch gibt. Bald wird es kein Gottes Wort mehr geben. Bald werden unsere Predigten gar nicht mehr geben, weil es keine Silikonwelle mehr gibt. Ja, Gott wird ein gerechtes Gericht halten über eine undankbare und rebellische Menschheit. Dann das 8., Offenbarung 8, da beschreibt es 7. Siegel, wenn es geöffnet wird. Das ist der Tag des Herrn. Und es besteht aus 7 Plagen, Offenbarung Kapitel 8, Vers 1. Ich will das nur ganz schnell streifen. Da heißt es, und als das Lamm das 7. Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang, was das auch immer bedeutet. Und ich sah die 7 Engel, die vor dem Herrn stehen, und ihnen wurden 7 Posaunen gegeben. Das sind gute Engel, Gottesengel. Posaune ist ein Zeichen für Angriff, für Krieg. Auf! Und dann geht es zum Jagen. Posaunen sind Warnungen, sind Alarmzeichen. Guck mal, sogar die Alarm-Sirenen haben sie hier in Deutschland abgestellt, verstehst du? Und dann haben sie nicht gewarnt. Und man hat festgestellt, diese Flut da in Niedersachsen, das war, die Leute wussten, die Flut wird kommen, aber die Leute wurden nicht gewarnt. Und nur die gewarnt, die irgendwie gefühlt haben, da kommt was, die haben sich in Sicherheit gebracht und die anderen sind alle dahin gerafft worden. Und jetzt gibt es Prozesse, ein Prozess nach dem anderen. In der Endzeit, da werden die ganzen Trends und Ereignisse, endzeitliche Trends und Ereignisse offenbart. Das 7. Siegel steht für ein Jahr andauernd. Der Tag des Herrn wird ein Jahr dauern. Warum? In Jesaja Kapitel 34, Vers 8, da steht, und es kommt der Tag des Herrn und so weiter, und das Jahr der Vergeltung um Sions Willen. Das Jahr der Vergeltung, das wird eine Zeit sein. Verstehst du, diese Plagen werden da sein. Der 7. Siegel besteht aus 7 letzten Posaunen, Offenbarung 15, Vers 1, dort wird es erwähnt. Und jetzt pass auf, das kommt auch, steht alles in der Bibel. Und du kannst in der Zeitung lesen und du kannst die Politiker, was die hier im Reichstag und woanders quatschen, das kannst du nachvollziehen und prüfen. Und die reden von der ökologischen Katastrophe, Wirtschaftskrise, was auch immer ist. Während die Engel die 4 Posaunen blasen, gibt es Erdbeben, riesige bepflanzte Flächen verbrennen, habe ich vorhin gesagt, die Wälder brennen, die Erde brennt. Ein Drittel des Lebens, allen Lebens im Meer stirbt, muss da was anderes noch erzählt werden. Da schaltet Fernseher ein und guckt Terra X und da wird dir erzählt und berichtet, guck mal alles, so viel Plastikmüll schwimmt in den Ozean, so groß wie Europa schon ist. Und das kann man nicht mehr rausfischen, das ist drin. Und es verfällt erst in 1000 Jahren. Ein Drittel des Lebens im Meer stirbt. Die Wasserquellen, also Trinkwasser und so weiter, wird vergiftet werden. Und es werden Kriege ums Wasser geben und nicht ums Öl. Öl ist nicht mehr wichtig. Ums Wasser. Der Himmel verdunkelt sich durch die Vulkanausbrüche. All das haben wir. Wenn du richtig und logisch denkst, aber die meisten können es nicht mehr logisch denken. Die letzten 3 Posaunen werden die Wehen genannt und es steigert sich ein Weh nach dem anderen. Weh, Weh, Weh. 2004, als dieser Fischer da so einen Rundflug machte um den Indischen Ozean,
Das Wort wie bedeutet, oh, Kummer, Schmerzen, jetzt kann nicht mehr. Das siebte Siegel besteht also aus der letzten Posaune. Und beim Ton der letzten Posaune kommt der Herr. Und ich sah und ich hörte, Offenbarung Kapitel 8, Vers 13, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen den anderen Posaunen der drei anderen Engel. Offenbarung 9 beschreibt das erste Weh oder die fünfte Posaune. Der fünfte Augenengel bläst die Posaune mit militärischer Autorität. Es ist eine militärische Aktion und es dauert 5 Monate, der ganze Spuk. Das zweite Weh, die Plage der sechsten Posaune wird hingestellt als Symbol von Pferden und Reitern. Und hier sehen wir, da gibt es Schlag und Gegenschlag. Stell dir mal vor, was da passiert, wenn mal irgendeiner verrückt spielt und einem den Nerven verliert oder mal durchbrennt und auf den falschen Knopf drückt. Bewahr uns Gott. Wenn wir lesen, das erste Weh ist vorüber, siehe, es kommen noch zwei andere danach. Der sechste Engel blies dann eine Posaune und jetzt halte ich nochmals fest. Und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken. Vier ist Erde, Welt, also die vier Himmelsrichtungen. Und dann hörte ich von diesem Altar vom Thron Gottes, von den vier Ecken, lass los die vier Engel, die du gebunden hast an dem großen Strom Euphrat. Offenbarung 9, Vers 12. Da hat Bismarck schon Angst gehabt, wenn die Chinesen kommen. Aber verstehst du, die Chinesen sind schon da, die Seitenstraße, aber das ist nicht das Wichtigste. China und Russland, wenn die losmarschieren gegen den Westen, pass auf, was da alles kommt. Und zwei Supermächte. Und da wird eine Armee noch erzählt von 200 Millionen Soldaten. Also Deutschland hat nicht 200 Millionen Soldaten, aber China hatte so viel. Die ja, von Euphrat losmarschieren gegen Westen. Und weißt du, was diese Soldaten anstellen werden? Die werden ein Drittel der Weltbevölkerung töten. Ein Drittel. Und wir haben jetzt 7 Milliarden Menschen. Und rechne dir aus, was das alles bedeutet. Ein Drittel, wie viel das ist. Wenn du gut rechnen kannst, dann weißt du es. Das sind Milliarden. Im Zweiten Weltkrieg sind nur 60 Millionen Menschen gestorben. Also Soldaten auf dem Schlachtfeld. Und hier, da wird ein Drittel der Weltbevölkerung getötet. Und das ist nicht mein Wort, nicht meine Erfindung, nicht meine Schriftauslegung, sondern die Schrift legt sich selber aus. Du musst es nur lesen. Und die vier Engel, verlese ich hier Offenbarung 9, Vers 12, und die vier Engel wurden losgebunden auf die Stunde und den Tag und den Monat und Jahr gerüstet und töteten den dritten Teil der Menschheit. Und die Zahl der Kriegesheere zu Ross waren 2 × 10.000, 10.000. Und ich hörte diese Zahl. Also das hat er nicht fantasiert, er hat die Zahl gehört. Was kommt auf uns zu? Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Und das ist die Beschreibung eines dritten Weltkriegs. Eines dritten Weltkriegs, zwei hatten wir schon, wo Milliarden noch lebender Menschen getötet werden. Und dann sagt Jesus, Matthäus 24, Vers 21, dass in der letzten Zeit, in dieser Zeit, wo das passiert, bei diesem Siegel, dass kein Mensch gerettet werden würde, oder wenn kein, ja, es würde kein Mensch gerettet werden, wenn die Tage nicht verkürzt würden. Alles Leben auf dieser Erde wird so gestört sein, würde alles vernichten, die Natur ist vernichtet, die Lebewesen sind vernichtet, alles ist durcheinander, alles spielt verrückt. Und dann noch die atomare Verseuchung. Und dann die siebte Posaune für die Christen. Ist das etwas Wunderbares, die Posaune der guten Nachricht? Der Herr kommt, der Herr kommt, der Herr kommt, der Herr kommt. Jesus kommt zurück, um seine Braut zu holen. Und hier müssen wir uns auf diese Zeit vorbereiten. Hier schließt sich die Heilsgeschichte ab. Jesus rechnet mit den Antichristen ab. Das war seine Konkurrenz, der Satan. Und Satan wurde aus dieser Welt geworfen, wohin auch immer, im Kosmos soll verglühen. Ja. Und jetzt passiert noch etwas, Offenbarung 16. Und alle, die das Tier angebetet haben, die werden schmerzhafte Geschwüre haben. Deshalb lassen sich auch viele nicht impfen, weil sie das wissen. Und dann werden die Flüsse vergiftet, Vers 3, und die Seen und so weiter. Das Ausmaß wird so schrecklich sein. Alles Leben wird sterben. Und das Leben kommt aus dem Meer, Offenbarung 16, Vers 3. Alles Leben wird sterben. Und die Sonne wird heißer. Und
Wir werden extreme Hitzewellen bekommen nach diesem allem, was da alles so verursacht worden ist. Weißt du, da wird die ganze Landschaft wie Hiroshima aussehen eines danach. Verstehst du, wer soll da noch glücklich sein und happy sein? Und die Menschen werden die Sünden immer noch nicht bereuen. Da heißt es weiter, dann gießt der sechste Engel seine Zornschale voller Plagen aus und der sechste Engel goss seine Schale aus auf dem Strom Euphrat und die Menschen taten nicht Buße. Guck zu, was im Nahen Osten passiert als nächstes. Ost und West kommen zusammen, dort im Nahen Osten, was sich dort zusammenbraut. Erhebe dein Haupt, deine Erlösung naht sich. Und jetzt haben wir eine gute Zeit. Oh, jetzt kannst du auf dem Couch liegen und kannst Füße hoch und kannst den Herrn loben und preisen und strampeln. Verstehst? Und glücklich sein. Jetzt ist noch möglich. Jetzt kannst du noch etwas tun für deinen Heiland. Jetzt kannst du beten, dass das Wort Gottes noch weit verbreitet wird. Kannst du uns unterstützen. Das kannst du jetzt. Jetzt kannst du es noch. Aber nachher kannst du bald nicht. Bald wird das Bargeld abgeschafft. Auch das wird beendet sein. Herr, danke, dass du uns aufklärst. Wir wissen, dass die Herren dieser Welt gehen und du kommst und du hast alles in der Hand. Halleluja, ich preise dich, Herr Jesus. Und du hast gesagt, was uns kommt. Du hast uns nicht in Unwissenheit gelassen und wir sollen unsere Häupter erheben, denn unsere Erlösung naht sich. Lob und Dank. Herr, es ist gut zu wissen, du überlässt uns nicht im Verderben. Die Adler werden kommen und die werden uns wegschnappen. Denn wo das Aas ist, das sind die Geier, so sagt dein Wort. Die werden uns wegschnappen von dieser Erde. Selbst wenn alles verdorben ist und alles kaputt ist, du wirst uns wegschnappen. Halleluja, wir sind bereit, Herr Jesus. Oh, ich danke dir, dass wir unsere Reisekoffer gepackt haben. Wir wissen, wir haben nichts mehr in dieser Welt. Wir haben hier nichts mehr zu suchen, nichts mehr verloren. Die Welt ist nicht mein Heim. Herr, meine Heimat ist dort in der Höhe. Ich bete dich an und preise und lobe deinen Namen, der über alle Namen ist. Amen. Sei nicht entmutigt, sei mutig und tapfer. Der Herr hat alles in seiner Hand. Wir nehmen ein Opfer auf und wir hören Musik. Wie groß ist mein Gott? Oder wie groß bist du? Wie groß bist du? Gott ist groß, Gott hat alles noch unter Kontrolle.